Okay, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich erzähle euch was über Resiliency als Beifahrer. Mein Name ist Florian Weiner. Na, ich mache nochmal einen Klicker an. So. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch was über Resiliency als Beifahrer erzählen. Mein Name ist Florian Weiner. Ich bin gelegentlich auf Twitter aktiv unter @nweiner. Früher war es noch mehr Technik. In letzter Zeit sind es vor allen Dingen lustige Katzenvideos. Naja. Ich arbeite bei der Tarent Solutions GmbH. Wir haben vorne einen Stand. Würden uns freuen, wenn ihr vielleicht mal vorbeikommt nachher. Was ich heute mit euch machen möchte, ich werde kurz was zu den Fallacies of Distributed Computing erzählen, dann die Resiliency Patterns kurz ein paar Worte zu verlieren, die sich entwickelt haben, um die Fallacies so ein bisschen zu mitigieren. Dann erzähle ich was zu Service Proxies und am Ende noch ein bisschen was zu Service Meshes. Dann ganz am Schluss Conclusion zu ziehen. Also fangen wir an mit den Fallacies of Distributed Computings. Was ist denn ein verteiltes System? Es gibt dieses Zitat von Leslie Lampert: A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable. Also ein Computer, von dem ich gar nichts weiß, kann dafür sorgen, dass mein eigener Computer nicht mehr funktioniert. Das ist irgendwie gerne und viel zitiert von Lampert, der Typ, der Mann hat irgendwie Leitig erfunden, ist aber, glaube ich, eher bekannt für seine Arbeit über verteilte Systeme. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er am ML-Compiler bei Microsoft gearbeitet hat. Wenn man da ernsthaft danach sucht, ist eine ganz gute Definition auf Wikipedia zu finden. A distributed system is a system whose components are located on different network computers, which then communicate and coordinate their actions by passing messages to each other. The components interact with each other in order to achieve a common goal. Also auf unterschiedlichen vernetzten Systemen laufende Komponenten kommunizieren mit Messages und, ganz wichtig, haben das gleiche Ziel. Also arbeiten daran, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Oder versuchen es. Wir bauen verteilte Systeme schon ziemlich lange. Man sagt ja immer, Informatik wäre eine junge Disziplin, aber wir bauen verteilte Systeme seit 1969, irgendwie als das ARPANET eingeführt wurde und SWIFT, dieses System für Banküberweisungen. Das ist schon ein paar Jahre her, auf jeden Fall länger, als ich auf der Welt bin. Und 1994 hat Peter Deutsch, damals bei Sun, 7 Annahmen formuliert, die von Softwareentwicklern getroffen werden und sich als fürchterlich falsch herausgestellt haben. Ja, 1997 hat James Gosling, damals auch bei Sun, eine 8 hinzugefügt. Peter Deutsch ist irgendwie, sind auch so IT-Koryphäen. Peter Deutsch hat GhostScript irgendwie entwickelt, diesen PostScript-Renderer, wenn ich mich nicht täusche. Und James Gosling gilt gemeinhin als der Vater von Java. Und es gibt, dann gucken wir jetzt mal auf die 8 Fallacies. Die erste ist, das Netzwerk ist verfügbar, ist zuverlässig. Das heißt, die Putzfrau stolpert nicht übers Kabel oder zieht den Stecker vom Switch, um im Serverraum zu saugen. Ja, Latency is zero. Das heißt, ich kriege sofort eine Antwort auf meine Anfragen und ich habe auch kein Packet Loss. Die Bandbreite ist unendlich. Also es ist egal, ob mein Katzenvideo von einem oder 10 Benutzern gleichzeitig geguckt wird. Das Netzwerk ist sicher. Das heißt, es besteht absolute Sicherheit zwischen den verschiedenen kommunizierenden Parteien. Die Topologie ändert sich nicht. Das heißt, ich route immer die gleiche Strecke und kann mich darauf verlassen, dass meine Anfrage auf der gleichen Strecke, auf der gleichen Strecke zurückkommt, wie die Antwort. Andersrum, die Antwort kommt auf der gleichen Strecke zurück wie die Anfrage. Es gibt einen Administrator, das ist schon in unserer Firma nicht der Fall. Ja, wir haben einen Standort in Bonn und einen in Berlin. Da ist manchmal die Zuständigkeit auch umstritten. Und die Annahme, dass die Kosten des Netzwerktransports null sind, ist auch fatal. Netzwerktraffic kostet Geld. Und vielleicht auch als graue Kosten. Ja. Irgendjemand muss den Admin bezahlen, der dann den Stecker wieder reinsteckt, den die Putzfrau gezogen hat. Und die letzte Annahme
von Gosling, dass das Netzwerk homogen ist, ist auch fatal. Also wer mal mit Soap gearbeitet hat, weiß, dass der Soap-Stack von .NET an sich anders verhält als der von Java. Es ist eine Zeit, in die wir uns nicht zurückwünschen. So. Es ist also quasi jetzt ohne Quatsch, verteilte Systeme sind schwer, ja, und schwer umzusetzen, und nach Möglichkeit sollte man es vermeiden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, kein verteiltes System zu bauen, dann sollte man sie ergreifen. Jetzt ist es so, dass es leider nicht immer möglich ist, fette lokale Systeme zu bauen. Deswegen haben sich in einiger Zeit sogenannte Resiliency Patterns entwickelt. Müssen wir erstmal klären, was Resiliency ist. Ja, auch das ist hier die Merriam-Webster-Definition. The capability of a strained body to recover its size and shape after deformation. Caused by especially by a compressive stress. Also da war ich so nett, da waren die Leute vom LPI so nett, mir mal ein Demonstrationsobjekt zu leihen. Das ist Resiliency, ja, Definition 1. Ich drücke den Stressball und er springt in die alte Form zurück. Ist für uns jetzt aber nicht so interessant, sondern die zweite Definition, ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Also die Fähigkeit einer Person oder eines Systems auf Unglück oder Veränderung zu reagieren oder sich dem anzupassen. Deswegen ist der Begriff Resiliency auch in der Psychologie beliebt, um Charaktereigenschaften von Menschen zu beschreiben. Das ist für uns die entscheidende Definition jetzt, die wir betrachten wollen. Es gibt, wenn ihr eins mitnimmt aus diesem Talk, es gibt das Buch hier, den Michael Nygaard, letztes Jahr in der zweiten Auflage erschienen, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, Released. Da werden etliche Resiliency Patterns erklärt und leicht verständlich angezeigt. Ne? Es gibt zum Beispiel den Circuit Breaker, das heißt, wenn ein System, mit dem ich rede, nicht antwortet oder langsam antwortet, breche ich die Abfrage ab und erzeuge Backpressure zu dem mich fragenden System. Bulkheads, das heißt, es ist in Schiffen, diese, wie sagt man, Schleusen, die Shots, genau, die dafür sorgen, dass wenn Wassereinbruch bloß in einer Abteilung stattfindet, halt nicht das ganze Schiff sinkt. Das ist hier so ähnlich. Also wenn ich mit verschiedenen verteilten Systemen rede, sorge ich mit einem Bulkhead dafür, dass nicht ein nicht antwortendes System dafür sorgt, dass mein System komplett abbricht, sondern halt bloß anfangen an dieses System nicht mehr durchkommen. Timeouts, das ist ein oft unterschätzter Faktor. Man muss nicht darauf warten, dass ein System antwortet. Ist völlig okay, auch mal zu sagen, da kommt nicht zurück und ich breche ab. Retries. Ja. Wenn ich irgendwie bei der ersten Anfrage keine Antwort bekomme, kann ich ruhig ein zweites Mal fragen. Vielleicht werde ich anders geroutet. Und Retries funktionieren natürlich dann besonders gut, wenn man Client-Side-Load-Balancing hat. Das heißt, ich weiß, welche Systeme mir den gewünschten Service zur Verfügung stellen und dass es mehr als eins sind. Dann, und um das einfach zu machen, gibt es Service Discovery. Das heißt, ich finde, es gibt einen Automatismus, der dafür sorgt, dass Services sich bei den anderen Services bekannt machen oder gefunden werden. Dann ist noch wichtig und oft nicht wahrgenommen Load Shedding. Es ist völlig okay, Anfragen abzulehnen, wenn man zu viel zu tun hat. Dann muss sich halt der Client damit auseinandersetzen, dass ich nicht arbeiten kann, also Backpressure zu erzeugen. Man muss die nicht selber schreiben. Es gibt viele Lösungen, die, unter anderem, ich arbeite viel auf der JVM, halt Finagle und Netflix, den Netflix-Stack sind beides fantastische Lösungen. Ja. Eingebunden in viele Frameworks, irgendwie Spring Cloud, Netflix Hystrix gibt es, den Vertex Circuit Breaker, also es sind jetzt alles bloß, wenn man nach Circuit Breaker Framework sucht, gibt es verschiedene. Spring Cloud Netflix Hystrix ist halt für Spring in Java. Vertex ist so ein Reactor auch auf der JVM. Shopify Xamarin ist für Ruby on Rails ein Circuit Breaker. Und Circuit Breaker ist ein NPM-Paket. Da ist also keine Überraschung zu erwarten. Da ist drin, was draufsteht, ein Circuit Breaker halt. PyBreaker ist so eine Lösung in Python. Also es gibt etliche, ja. Wir gucken uns jetzt mal ein. Ach nee, gucken wir nicht. Wichtig ist, dass die Business-Logik halt mit dem Network-Funktion hier verteilt ist und man fragt halt
das Netzwerk direkt aus der Applikation. Christian Poster war so nett, mir zu erlauben, seine Grafiken zu benutzen. Ich kann euch den Vortrag da sehr empfehlen. Ich habe den nachher auch nochmal auf den Links. Wir gucken uns jetzt mal ein Circuit an Spring an. Wir haben also ganz einfach hier auf der DBM so einen Command. Das haben wir weg, ist super wegzumocken in den Umsystemen, deswegen benutzen wir gerne Commands, die der halt diesen Netflix Strict Circuit Breaker benutzt. Und die Konfiguration, wo es gefragt wird, kommt halt hier über die Products-Konfiguration rein und die REST-Template wird benutzt, um es abzufragen. Werfen wir mal einen Blick auf die Kernfunktion. Man annotiert also die, ich muss natürlich hier hin zeigen. Man annotiert also die Methode, die mit einem Circuit Breaker umwoben werden soll, mit der Annotation Histories Command und gibt die Fallback-Methode an. Das heißt, wenn der Circuit Breaker aufgeht, soll diese Methode ausgeführt werden oder das Resultat dieser Methode zurückgegeben werden. Wir geben dann Optional zurück, um irgendwie wenig Nullwerte nicht mit Nullfaxen zu machen. Das geht erst bei Java auch endlich. Und wenn wir das Ergebnis, wenn wir beim System keinen Wert bekommen, was durchaus okay ist, ja, dann gibt es halt einen Not found exception, wir geben ein leeres Optional zurück, genauso wie wenn der Circuit Breaker aufgeht. Ein EAN ist ein Wert aus der Retail-Industrie, das ist einfach ein 13- oder 8-teiliger Wert auf dem Barcode, der halt zur Anfrage ein Produkt zurückgibt. Das serialisieren wir hier. In JSON, was da drin steht, ist eigentlich wichtig. Ein Produkt kann mehrere EANs haben, das ist vielleicht noch interessant, dass es eine 1-zu-N-Beziehung gibt. So, jetzt ist es aber so, wir haben ja gesagt, wir benutzen das gerne als Commands, dass Hysterix eine schöne grafische Aufbereitung darstellt, die per Default den Methodennamen nimmt. Das hieße also, wenn wir alle unsere Umsysteme mit Commands ansprechen, stünden halt überall, execute ist doof, wollen wir nicht, also müssen wir den Command-Key mitgeben, getProductByEAN, dass wir das in der Statistik sehen, welcher Circuit Breaker aufgegangen ist. Wir hatten gerade über Bulkheads geredet. Bulkheads wollen wir hier auch. Das heißt, das ist bei Hystrix so gelöst, dass man die Circuit Breaker kopieren kann und die an einem Threadpool zugewiesen werden, der definiert wird mit dem Group Key Products. Das heißt, halt alle Anfragen an das Products Umsystem aus dem Threadpool Products bedient werden. Jetzt ist es leider so, dass die Kollegen, die das Product-System gebaut haben, nicht die hellsten Leuchten im Laden sind und manchmal braucht das System etwas länger, um zu antworten. Deswegen müssen wir das Timeout höher setzen. Ja. Und zwar ist es bei Hystrix per Default bei 200 und wir setzen es auf 500, dass wir auf der sicheren Seite sind. Das reicht übrigens nicht, weil nur der Hystrix zurückkommt und der Thread weiter blockiert. Wenn man irgendwie einen alten Client benutzt, bleibt er unter Umständen trotzdem für immer stehen. Das heißt, man muss da zweimal den Timer setzen. Wir hatten ja gesagt, nicht die hellsten leuchten. Deswegen kommt gelegentlich eine Bad Request Exception, die wir nicht den Circuit Breaker auslösen lassen wollen, sondern durchbabbeln lassen und uns selber drum kümmern. Deswegen müssen wir die ignoren und hier angeben. Das ist jetzt alles irgendwie ziemlich doof. Ja? Die schicke Komponente ist relativ groß geworden und sieht nicht mehr so toll aus, wie wir uns das gedacht haben. Eigentlich wollen wir es so haben. Ja? Wir wollen eine Klasse haben, die sagt, es gibt kein Ergebnis oder wir haben einen nicht erreichbaren Service und dann halt ein leeres Optional zurückgeben. Und da komplett auf Netzwerkkonfiguration verzichten im Produktionscode. Da gibt es natürlich das, und da gibt es die Lösung, die Resiliency zu externalisieren in einen Service-Proxy. Und zwar hier wieder eine Folie von Poster, die ich sehr gut finde. Wir haben also unseren Business-Service mit der Fachlogik, der alle Netzwerkkommunikation outbound durch einen nahe beiliegenden, idealerweise auf der gleichen Maschine laufenden Service-Proxy routet. Und an der Stelle implementieren wir die in den Netzwerkkonzerns. Das funktioniert hervorragend. Und bei Kubernetes gibt es dafür ein Pattern. Das sind die sogenannten Sidecar-Container. Deswegen Resiliency als Beifahrer. So, wenn man die Resiliency-Konzerns als Sidecar, zum einen den
zu der Fachanwendung fährt, ist man in der Lage, sich auf die Fachanwendung deutlich besser zu konzentrieren, finde ich, hat sich herausgestellt. Wir können uns auf die Fachlogik konzentrieren, habe ich gerade schon gesagt. Und wenn man, ganz wichtig, in einer Microservice-Architektur kann man, wenn man es schafft, die Resiliency zu extrahieren, in einer polyglotten Umgebung die Resiliency-Patterns vereinheitlichen. Oft sind die Frameworks auch nicht gut genug oder bieten bestimmte Features einfach nicht. Ja? Das ist, will da jetzt keine Namen nennen, aber das kommt vor. So, es gibt verschiedene Optionen. Ja, es gibt den alten und den Veteranen Linkerd, läuft auf der JVM, ist in Scala geschrieben, funktioniert hervorragend. Es gibt Kong, das ist auch ein Service-Proxy, habe ich auch Gutes von gehört. Und es gibt Envoy, oder wie wir auf Teutonisch sagen, Envoy. Wir gucken uns mal Envoy-Proxy ein bisschen genauer an. Envoy ist ein Open Source Edge and Service Proxy, designed for Cloud Native Applications. Wichtig ist, es ist nicht nur ein Service Proxy, sondern auch ein Edge Proxy. Das heißt, man kann alle seine Proxy Concerns mit Envoy abfackeln, also auch TLS terminieren am Eingang seines Systems zum Beispiel. Ist geschrieben von Lyft, dieser Uber-Konkurrenz, glaube ich auch aus San Francisco. Ist in C++ geschrieben, in modernen C++ muss man vielleicht dazu sagen. Highly Parallel und Non-Blocking, funktioniert als L3, L4, also Layer 3, Layer 4 Netzwerksfilter. Kann auch als S-Tunnel-Ersatz verwendet werden. Ja. Out-of-the-box als L7-Filter, also kennt HTTP sehr gut. Spricht HTTP2, inklusive gRPC. Wird nachher noch wichtig. Hat Service Discovery und Health Checking mitgebracht, kommt direkt mit und verfügt über extrem advanced Load Balancing Technologien und erhöht die Sichtbarkeit im System. Also Stats, Metrics und Tracing kommt direkt mit und den ganzen Quatsch kann man dynamisch konfigurieren. Gucken wir gleich mal drauf. Jetzt können wir mal versuchen, die Logik, die wir vorhin in Hystrix uns angezuckt haben, mit Envoy zu realisieren. So, hier nochmal zur Erinnerung, das Command. Und diesmal kommt halt aus dem Endpunkt irgendwie ein Localhost-Port mit. ERN ist dann halt die. Kann man das sehen? Oder ist das zu tief? Geht schon. Okay. So, das verkürzte Envoy-Konfigurationsfile sieht ungefähr so aus. Wir binden also einen Listener irgendwie an den Port 1501. Oder 15.001, so. Einen virtuellen Host namens Products, der für alle Domains gilt und auf der URI die Anfragen durch das Product matcht. Und alles, was da angefragt wird, wird an den Cluster Products durchgeroutet und der Host wird halt rewritten. Wir setzen hier eine ganz leichte Load Balancing Policy ein, nämlich Round Robin. Und haben in dem Cluster auch bloß einen Host, nämlich Products auf Port 8080. So, dann wollen wir jetzt, fügen wir Bulkheads und Circuit Breaker mit hinzu. Da gucken wir mal auf Cluster. Das ist relativ einfach. Wir sagen einfach, der Circuit Breaker soll aufgehen, wenn mehr als zwei Connections laufen. Und es darf nicht mehr als ein Request pending sein. Und max 3 Tries, bevor der Circuit Breaker aufgeht, sind halt 3. Kommen wir gleich noch zu. Das ist wichtig. So, jetzt spricht Envoy von Outlier Detection, das heißt, wenn Systeme nicht antworten, können sie die aus dem Cluster entfernt werden automatisch. Deswegen fügen wir erstmal hinzu, ja, Products 02 und läuft auch auf Port 8080, Service Discovery kommt dann irgendwann später. Es gibt wieder höchstens ein Request pro Client und es darf nicht mehr als pro Cluster Node und es darf nicht mehr als ein Request Pending sein und weiterhin drei Retries pro Node. Und wir nehmen die Maschine aus dem Cluster, wenn mehr als 5-mal in Folge 500er Fehler zurückkommen von dem System. Das ist halt, Envoy spricht halt HTTP baked in, deswegen geht es. Und mehr als 50% dürfen nicht aus dem Cluster fliegen, sonst ist er in dem Fall leer, das wäre nicht so geil.
Dann fügen wir einen Timeout hinzu. Ja, das ist auch einfach. Und zwar muss der auf der Route gebunden werden. Und hatten wir ja vorhin schon, wir haben bloß eine halbe Sekunde, bevor der Retry vor einem Netzwerk-Request timeoutet. Und jetzt fügen wir Retries hinzu, auch auf die Route. Nämlich einfach, wir probieren einen Request auszuführen. Wenn eine 500er einen Request erneut auszuführen, wenn das Zielsystem mit einem 500er antwortet und da wir bloß eine Konfiguration von 2 haben, probieren wir es halt 3-mal. Und wenn nicht, geben wir halt, wenn der dritte auch mit 500 zurückkommt, sagen wir halt, hat wirklich nicht geklappt und geben den 503 an den anfragenden Client. Damit fahren wir ganz gut. Also, das geht. Die statische Konfiguration ist immer noch kompliziert. Also, finde ich jetzt ist nicht besonders einleuchtend. Deswegen bietet Envoy halt die ganzen dynamischen Discovery Services an, die Envoy Discovery Services, ja, die XDS. Es gibt einen Listener Discovery Service, es gibt den Root Discovery Service, den Cluster kann ich discovern und die Service Discovery Services gibt es auch. Da kann ich dann dynamisch Knoten hinzufügen und entfernen. Service Discovery oder Endpoint Discovery Service. Man kann die alle einzeln steuern und den Rest statisch konfigurieren oder halt den Aggregated Discovery Service nutzen, der einmal alles mit Scharf anbietet. Ist dann gRPC und dann würde halt die Envoy-Konfiguration so aussehen. Also es gibt halt einen Access Log und wir bilden einen Cluster ab, hier den XDS-Cluster, den Discovery-Service-Cluster, der mit gRPC angesprochen wird. Und der läuft halt hier auf Port 5678 auf der 127.03. Dynamische Konfigurationen sind super, also es funktioniert wirklich. Man muss den ganzen Quatsch aber schreiben und es ist jetzt auch nicht ganz einfach. Wir brauchen also ein zusammenhängendes Modell, das mit einfacher Semantik uns ermöglicht, unter Umständen eine ganze Flotte von Envoy-Clustern zu konfigurieren. Und an der Stelle kommen Service Meshes ins Gespräch. Da gibt es diese wunderbare Definition von Nginx. A Service Mesh is a configurable infrastructure layer for microservices. For a microservice application, it makes communication between service instances flexible, reliable, and fast. The mesh provides service discovery, load balancing, encryption, authentication, and authorization. Support for the circuit breaker pattern and other capabilities. It's usually implemented providing a proxy instance called a sidecar for each service instance. Also, es macht nur Sinn in einer Microservice-Applikation und wir setzen auf Proxy-Services. Ein Service Mesh ist eine Abstraktion für eine Microservice-Architektur, die uns bietet Resiliency, Visibility, Security und Routing. Das funktioniert meistens dadurch, dass eine logische Entkopplung stattfindet zwischen der Data Plane und der Control Plane. Die Data Plane ist eine Sammlung von Sidecar-Services-Proxies, die gesamte Netzwerkkommunikation der Business Services übernehmen und an der Stelle die Resiliency Patterns implementieren. Und es gibt die Control Plane, eine Entity, das sich mit den Services verbindet und orthogonal zu der Data Plane halt diese Service Proxies in einem Mesh verwebt und Punkte bietet, um Telemetrie abzugreifen und Konfigurationen aufzusetzen. Das ist also, man hat also eine logische Trennung zwischen dem Business-Traffic und dem Konfigurationstraffic. Die stehen quasi komplett orthogonal zueinander. Und auch da gibt es wieder einige Optionen, um zu wählen. Zum Beispiel Linkerd. Ja, der ist wirklich der Veteran und battle-tested. Allerdings in Scala geschrieben. Das heißt, es ist jetzt in der Microservice-Architektur vielleicht nicht die beste Idee, sich in jeden Container noch einen Sidecar-Container zu ziehen, der die Scala-Standard-Library reinzieht und dann einfach mal 200 Megabyte Speicher weglässt. Deswegen haben die Jungs von Linkerd den das Conduit-Service-Mesh gebaut. Das ist irgendwie jetzt ist noch
ist so neu, das ist noch heiß und qualmt. Das ist jetzt irgendwie vor kurzem in der Version 0.4 erschienen. Also ist in Rust geschrieben und setzt voll auf Kubernetes. Also funktioniert irgendwie nicht in einer anderen Umgebung. Jedenfalls war das mein letzter Stand. Ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Und es gibt Istio. Istio ist das, was wir uns jetzt mal ein bisschen angucken wollen. Istio ist vor allen Dingen getrieben von Google, IBM und Lyft. Ja. Lyft ist genau auch die Firma, die Envoy entwickelt hat und hat vor kurzem irgendwie Version 1 released. Das sieht auch hier wieder ein Bild von Posta. Das sieht ungefähr so aus. Hier sieht man auch nochmal sehr schön die Orthogonalität des Netzwerk-Traffics mit dem Konfigurationstraffic oder des Business-Traffics mit dem Konfigurationstraffic. Und an der Seite ist halt die Istio-Kontrollinstanz. So, die Service-Proxies, ihr werdet euch das gedacht haben, sind halt an der Stelle Envoys. Istio besteht aus verschiedenen Komponenten, aus dreien. Den Mixer, der die Control Access, die Control Policies für die Services managt, die Telemetrie abgreift und die Routen setzt. Den Piloten, der Service Discovery und Traffic Management mit Resiliency managt. Und Istio Out, da ist halt, das ist ein auf, ich glaube auf Let's Encrypt, ich bin mir gar nicht sicher, einer Service-to-Service Verschlüsselung bietet. Die reden also HTTPS miteinander, wenn man das möchte. Man kann die einzelnen Komponenten auch getrennt voneinander verwenden, wenn man den ganzen Quatsch nicht braucht. Und zum Beispiel nur den Piloten benutzen, Pilot. Und der ist jetzt das, was für uns interessant ist jetzt, um die Resiliency Patterns anzugucken. Jetzt lass uns mal annehmen, dass der Product Service mit 5 Replikas läuft. Ja, wir sind auf Kubernetes, deswegen deployen wir ihn. Scalen wir ihn einfach zu 5 Laufzeiten. Istio funktioniert auch mit Docker und Consul, also man muss da jetzt nicht unbedingt auf Kubernetes setzen, aber auf Kubernetes macht es halt großen Spaß. Und wir haben zur Erinnerung nochmal hier unsere Komponente, die diesmal halt einfach bei Product nach RNs fragt. So, dann fügen wir den Circuit Breaker und wir von Envoy genannten Outlier Removal hinzu. Das funktioniert alles über REST-APIs, sondern man nimmt halt Istio-Control und übergibt den YAML-Files. Das ist auch ganz angenehm. Und das Outlier-YAML sieht so aus. Also wir definieren uns eine Destination-Rule, nämlich Product mit dem Namen Products, die für den Host Products zuständig ist. Dem geben wir eine Traffic-Policy. Es darf nicht mehr als eine TCP-Connections aufgemacht werden. Maximal ein pending HTTP1-Request. Ja, bei HTTP2 sieht es ein bisschen anders aus, aber wir sprechen halt aus HTTP1 und wir schalten Request-Multiplexing ab. Das heißt, jeder Request macht eine eigene Verbindung auf. Also Max-Requests bei Connection 1. Das führt dazu, dass wir halt immer bloß genau einen Request auf einen Product-Service kriegen. Das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und würde in der echten Laufzeitumgebung wahrscheinlich anders aussehen. Machen wir hier der Load Balancer ist diesmal random, also es wird irgendeiner genommen, immer. Und wir haben eine Base Ejection Time von 15 Sekunden, das heißt, wenn ein Outlier entfernt wird, bleibt er 15 Minuten aus dem Pool draußen. Und zwar dann, wenn er einmal einen Fehler geworfen hat. Der Intervall ist der, alle 5 Sekunden wird geguckt, ob der Service wieder reinkommt. Und da wir 5 Instanzen haben, dürfen wir halt höchstens 80% rauswerfen. Man könnte auch 100% sagen, aber ja. Dann fügen wir Retries hinzu, das ist so ähnlich, auch diesmal wieder mit einer YAML-Datei und ist hier create. Diesmal legen wir uns einen virtuellen Service an, der für die Products für das Host Products zuständig ist, legen eine HTTP-Router an und sagen, dreimal versuchen und pro Retry 2 Sekunden Timeout. Das funktioniert alles hervorragend und ist zur Laufzeit überschreibbar. Zusätzlich zu den Sachen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe,
bietet Istio noch verschiedene andere Resiliency-Werkzeuge, nämlich zum Beispiel Dynamic Routing zu Different Versionen. Da wir ja komplett HTTP verstehen, können wir halt anhand von Headern und den Client identifizieren, in Headern dann irgendwie den Traffic für die iPhones auf einen anderen Host leiten als den Traffic für normale Web-Clients. Canary Deployment, das heißt mal gucken, ob das fliegt, was ich da gebaut habe, und wir legen mal, leiten mal bloß 2% hin. Dark Launches finde ich sehr super interessant, ja. Du kopierst einfach den Traffic und lässt den auf eine zweite Instanz, eine zweite Version deiner Software, Software laufen, ohne das zurückzugeben, ohne das Ergebnis an den Client zurückzugeben. Das ist ein super interessantes Feature. Was man so hört, setzt Facebook das massiv ein. Fault Injection, also man kann also da irgendwie via Istio irgendwie ein bisschen Chaos Engineering treiben, das was womit Netflix berühmt geworden ist, mit dieser Simian Army, Chaos Monkey, also einfach mal einen Container ausschalten oder Traffic kaputt machen. Wenn ich halt die Route kaputt mache, muss ich den Container nicht löschen, sondern werfe das runter, das lässt sich auch automatisieren mit Istio, sehr interessant. Und im Abschluss bin ich schon wieder so viel schneller. Also es gibt die Idee, Resiliency Concerns aus der Core-Applikation zu lösen, erlaubt es, den Fokus auf die Business-Logik zu lösen und da einfacher drüber nachzudenken. Das finde ich tatsächlich wirklich hilfreich, gerade in einer komplexen Anwendung. Es wird allerdings schwieriger, über die gesamte Applikation nachzudenken, weil ich die Netzwerkkonfiguration als dritte Komponente betrachten muss. Das muss man also immer im Hinterkopf behalten. Ein Service Mesh wie Istio ist ein verdammt mächtiges Werkzeug, um Inter-Service-Kommunikation zu managen. Gerade auch Egress und Ingress-Traffic kann ja auch kontrolliert werden in einer Microservice-Applikation. Wenn ich allerdings bloß eine kleinere und weniger dynamische Umgebung habe, sind vielleicht eine Handvoll statisch konfigurierter Service-Proxies wie Envoy eine veritable Option, eine benutzbare Option. Danke, ich bin 20 Minuten zu schnell. Ich habe hier noch mal eine Handvoll Links, die vielleicht interessant sind, wenn ihr euch dann näher drauf einlassen wollt. Es gibt halt Envoy Proxy Istio, das Video von Matt Klein ist ausgesprochen lehrreich, und die Link-Kollektion von Linksammlung von DataWire und halt Christian Posters Istio Workshop. Habt ihr Fragen? Das Envoy, wenn wir so über kleinere Docker nachdenken, Dockersform oder sowas, läuft das denn wirklich in einem Docker-Container oder quasi nochmal Die Frage war, ob bei einer kleineren Docker-Umgebung wie Docker mit Dockersform oder so Envoy im Docker-Container läuft oder als zweiter Service mitläuft. Wir lassen die als extra Container mitlaufen, auch in einer kleineren Umgebung, funktioniert super. Eine Frage am Anfang. Ich würde ja vorstellen auch, da das kann jetzt sogar auch Default-Werte zu geben. Würde man jetzt weiter in Hystrix kombinieren, weil Default-Werte mit so einem Sidecar ja nicht so liefern? Die Frage war, ob Hystrix, ob man das jetzt mit Hystrix kombiniert, weil Hystrix Default-Antworten zurückliefert und ein Sidecar halt keine Default-Werte zurückliefert. Wir haben Hystrix rausgebaut und haben dadurch den Applikationsumfang um irgendwie ein paar 10 Megabyte gesenkt, also von irgendwie 80 auf 30 oder so. Also Hystrix ist relativ groß. Wir behandeln einfach das 503, was von Service Unavailable kommt, dann in der Applikation und geben dann halt von unserer Seite da irgendwie einen Default-Wert raus, nämlich das leere Optional. Kann ich Dinge auch, sagen wir mal, ein bisschen feingranularer in HTTP-Zustände konfigurieren? Habe ich irgendwie einen externen Service, der einen fachlichen HTTP-Status 524 oder sowas zurückgibt, das genau mit dem 500er Regel gerne zurückspielen lassen möchte, irgendwie abfragen möchte? Du kannst die Frage war, ob man den Feingranularer in den HTTP-Zuständen bearbeiten kann. Und
als bloß Fehler 500? Und die Antwort ist, das denke ich schon. Das habe ich allerdings nie probiert, weil wir halt 500er als Fehler betrachten. Du hast eben gesagt, dass wir diese Programme, das hat einen Sidecar-Container mit einem wo liegt denn die Config-Files oder die sogenannten YAML-Files, wenn ich dann jetzt vom Source-Code wenn wo ich schon so jetzt gerade den Gedanken, es wäre ja sinnvoll, auch für den Programmierer, damit er sieht, was dann neben seiner Business Rule sonst noch so passiert, wenn diese Config-Files vielleicht mit im Service importiert werden. Die Frage war, wie die Konfiguration mitkommt, und es wäre sinnvoll, die in dem Service-Repo zu haben. Das ist so, dass die Istio-Container bei Kubernetes 1.10 über die Automatic Site-Conjection nachgeladen werden und ist halt so ein dynamisch konfiguriertes Ding dabei. Wir haben die dann immer manuell gestartet, die Routen. Du kannst aber natürlich, wenn du immer bloß eine Instanz hast, zum Beispiel mit Startup-Containern, dann mit einem hier Busybox und Curl irgendwie deine YAML-Dateien dann einfach durchladen. Das wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfiele. HTTP2 war ja auch ein bisschen erwähnt, funktioniert das auch alles prima mit HTTP2, ich denke zum Beispiel an Circuit Breaker, dann hat man ja meist nur eine Verbindung, wenn ich jetzt auch an Kreatives denke, funktioniert das gut? Wir haben, die Frage war, ob Istio und Envoy mit HTTP2 gut funktionieren und sie funktionieren hervorragend mit HTTP2. Ich muss zu meiner Stande gestehen, dass unsere Apps alle noch HTTP1 sprechen, deswegen habe ich da jetzt keine praktische Erfahrung geben. Aber in diesem Video erzählt hat Matt Klein auch, dass die komplett mit HTTP2 funktionieren. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank.